Ja, Ramon Untersander, Gratulation mit 3:2 gewinnen gegen Växjö Lakers im Hinspiel vom Viertelfinale der Champions Hockey League. Du verantwortlich gesehen 5 Minuten vor Schluss noch für das Game-Winning Goal. Wie hast du die Partie gefunden, über die Drittel verteilt? Wir haben sicher sehr gut angefangen im zweiten Drittel. Ist sicher sehr ausgeglichen gewesen, ist der Rhythmus viel gebrochen worden durch sehr viele Strafen. Im dritten Drittel sicher nicht so gut angefangen, aber wir haben einen Weg gefunden, um das Spiel zu gewinnen und gehen jetzt sicher mit dieser Führung auf Schweden rauf. Wie ist das Växjö Lakers als Gegner gesehen im Vergleich jetzt zu der National League? Sie sind sehr, sehr stark offensiv, sie haben sehr viele Skills drauf, sie sind schnell, wendig. In unserer Liga gibt es auch sehr gute Teams und es gibt viele Parallelen zu unserer Liga. Es war sicher einiges schneller und einfach ein bisschen mehr Skills sicher im ganzen Spiel drin gewesen. Das nächste Woche ist ein Rückspiel, aber dann auswärts. Was nimmt man oder was nehmt ihr mit für das Rückspiel? Was kann man besser, anders machen? Ich denke, Powerplay war sehr gut gewesen, aber auch dort haben wir sicher einige Chancen ausgelassen. Wir müssen das sicher noch mal genau anschauen. Was wir mitnehmen, ist sicher das Goal-Vorsprung und das ist das, was schlussendlich zählt.